Okay, ich war zwar damals noch ein Kind, aber trotzdem kann ich mich daran erinnern, dass der Irak ständig Thema in den Nachrichten war. Die amerikanischen Luftangriffe auf Bagdad begannen in den frühen Morgenstunden. 6 Wochen nach Beginn des Irakkrieges hat US-Präsident Bush die Hauptkampfhandlungen für beendet erklärt. Im Irak hat die islamistische ISIS-Miliz ein Kalifat ausgerufen. Und heute? Gefühlt spricht heute kaum noch jemand über den Irak. Dabei kämpfen im Irak immer noch pro-iranische Milizen gegen US-Soldaten. Der wahrscheinlich größte Bankraub der Geschichte hat im Irak stattgefunden. Und hier spielt sich eine Tragödie ab, von der vor allem junge Menschen betroffen sind. 60% aller Irakis sind jünger als 25. We are truly hopeless in this country, to be honest, because it's not getting any better. Warum haben junge Irakis die Hoffnung verloren? Und welche Schuld trägt die USA? Und wieso berichtet heute kaum noch jemand über den Irak? Das alles erfahrt ihr in der neuen Folge von Atlas. Ich bin Don Pablo Mulemba. Freut mich, dass ihr es geschafft habt. This is Iraq. Yeah. Look at us blowing up. Nobody showing up. Kurz vorab, drückt die Glocke und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr hier gar nichts mehr. Und als erstes schauen wir uns an, wie paradox die Situation im Irak aktuell ist. Denn eigentlich müsste das Land ziemlich reich sein. Checkt mal, wie unglaublich viel Öl der Irak exportiert. Und trotzdem geht sehr vielen Leuten im Land beschissen. Wie kann das sein? I don't hope much, so I won't be disappointed. Das ist Nuradin. Er ist 27 Jahre alt, arbeitet als Fotograf in Bagdad und ist ziemlich angepisst. Aber nicht nur er, so wie Nuradin fühlen sich viele der jungen Menschen im Irak. Immer wieder gibt es deshalb riesige Demos. Die letzte große Protestwelle hat fast 2 Jahre gedauert, von 2019 bis 2021. Die jungen Irakis sind ziemlich wütend und nach unserer Recherche weiß ich auch ziemlich gut, warum sie so wütend sind. There is a certain extent that I think the world and the media is missing about how deep and rooted the corruption is. Wir haben bei Atlas ja immer wieder mal über Korruption gesprochen, aber die Korruption im Irak ist anders, auf einem anderen Level einfach. Diese Korruption macht es jungen Menschen fast unmöglich, sich selbst etwas aufzubauen. Ich kann euch das an einem konkreten Beispiel zeigen. Es geht um den Raub des Jahrhunderts. Manche sprechen vom größten Bankraub der Geschichte. Dabei hat die irakische Regierung in 3 Schritten ihr eigenes Volk einfach mal um Milliarden betrogen. Und dieser Raub fängt ganz oben im Staat an, beim Premierminister. Im Jahr 2022 verließ der damalige Premier Kadhimi eine offizielle Anordnung. Ab sofort darf nicht mehr geprüft werden, ob und wann große Summen Steuergelder von den staatlichen Konten abgehoben werden. Also, absolute Intransparenz, keiner weiß mehr, was die Regierung mit den Konten macht. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, Mitarbeitende der Steuerkommission stellen hunderte Schecks mit großen Summen aus. Mit so einem Scheck können die Steuergelder der Menschen im Irak ganz einfach transferiert werden. Und Schritt Nummer 3, bewaffnete Sicherheitsleute spazieren ganz entspannt in die Staatsbank, um diese riesigen Schecks einzulösen. Die haben da so viel Geld abgezwackt, dass sie es säckeweise aus der Bank schleppen mussten. Danach haben sie die ganze Kohle mit Privatjets ins Ausland geflogen. Und über diesen Umweg ist das Geld, also irakische Steuergelder, dann auf den Konten von 5 sehr mysteriösen Briefkastenfirmen gelandet. Und auf diese Art und Weise haben eine Handvoll Minister, Ex-Minister und Beamte über 2 Monate verteilt dem Staat und den Menschen im Irak einfach mal 2,5 Milliarden US-Dollar gestohlen. Das stellt alle bisher bekannten Bankraube in den Schatten. Das Ding ist, sowas ist fast schon normal im Irak. Laut der aktuellen irakischen Regierung sind in den letzten 20 Jahren etwa 150 Milliarden US-Dollar aus der Staatskasse, ich sag mal so, verschwunden. Geld aus dem riesigen Ölgeschäft versickert oder wandert straight in die Taschen von Politikern und Politikerinnen. It's not there is corruption in the system. Corruption is the system in the country. The country cannot run without corruption. Und das ist keine Floske oder so, das ist tatsächlich die Realität. Und das sieht man auch im Alltag. We have an example in 2016, the Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi at the time have give a speech in the parliament announcing that they found at least 100,000 fake soldiers in the Iraqi army that receiving salaries, benefits, guns and privileges. Korrupte Politiker und Beamte haben mittlerweile so viele Jobs aus dem Nichts erschaffen, dass im Irak fast die Hälfte aller Arbeitsplätze
beim Staat liegen. Aber in diesem Club darf natürlich nicht jeder rein, vor allem junge Irakis nicht. We have so much university graduates in the country who will end up their studies and will have no job, but there is always an option to pay something between $10,000 to $30,000 to get a public job. Viele junge Menschen im Irak sehen deshalb einfach keine Zukunft in diesem System. Und das bedeutet nicht nur, dass sie riesige Proteste auslösen oder sogar das Land verlassen. And that paved the road so much for extremists to take care of this on both sides, in Iran-backed militia sides, on ISIS side, Al-Qaeda side. It was always these groups in the last 20 years taking advantage of this devastation of so many young people to take them in, because when you have nowhere else to turn, even ISIS can become an option. Die verschiedenen Regierungen des Iraks haben es über die letzten Jahre also ziemlich verbockt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es dem Land so schlecht geht, hat noch andere Gründe. Und für die können die Menschen im Irak nichts. Und schon gar nicht die junge Generation. Kleiner Zeitpunkt: zum 1. Mai 2003, der damalige US-Präsident George W. Bush Jr. steht auf einem Flugzeugträger und grinst von einem Ohr zum anderen. Bush ist sich in dem Moment sicher, er hat gerade einen Krieg gewonnen, einen brutalen Diktator gestürzt und den Irak gerettet. Mission accomplished, aber George W. Bush hat sich gewaltig getäuscht. They promised democracy. They promised a new regime. Okay, a new regime replaced the dictator regime of Saddam Hussein. But what they actually did, they created thousands of Saddams. Die US-Invasion ist für viele der Auslöser einer regelrechten Kettenreaktion von Problemen. Um den Irak also zu verstehen, müssen wir die USA verstehen. Und wir müssen einen Moment in der Geschichte checken, der alles verändert hat, aber der Reihe nach. Am 11. September 2001 fliegen zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York City. Der Anschlag gilt bis heute als eines der größten Verbrechen des 21. Jahrhunderts. Er hier war der Drahtzieher Osama bin Laden, der Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida. Als Reaktion ruft US-Präsident George W. Bush den War on Terror aus. Die Amerikaner marschieren kurz darauf in Afghanistan ein, wo sie Bin Laden und sein Terrornetzwerk vermuten. Dann gerät aber auch der Irak ins Visier der Amerikaner. Und dort herrscht seit Jahrzehnten Diktator Saddam Hussein. Die Regierung von Bush behauptet damals, der Irak hätte Massenvernichtungswaffen. Später stellt sich aber heraus, dass das alles gelogen war und eigentlich nur ein Vorwand sein sollte, um in den Irak einmarschieren zu können. Die USA und ihre Verbündeten aus der sogenannten Koalition der Willigen, allen voran Großbritannien, marschieren am 20.03.2003 in den Irak ein. What I remember from 2003, definitely the heavy bombing sounds and the destructions that occurred on my city. So yeah, my town and the street where I used to play when I was a child is totally destroyed. Wenige Wochen später steht Bush auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und grinst, weil er den Sieg über den Irak verkündet. Zu dem Zeitpunkt sind mehr als 29.000 amerikanische Bomben und Raketen auf den Irak gefeuert worden und rund 7.000 unschuldige irakische Zivilisten getötet worden. Ein ganzes Land liegt am Boden. Doch der Krieg ist alles andere als beendet. Denn jetzt, wo Diktator Saddam Hussein weg ist, entsteht ein riesiges Machtvakuum. Politische Unruhen, Zerrissenheit, Anschläge, der Aufstieg der Terrormiliz IS, die teilweise große Teile des Landes kontrollierte. Bis 2011 besetzen die Amerikaner das Land. Der Kampf gegen den IS, der zieht sich bis 2016. Bis zu dem Zeitpunkt sind rund 300.000 Irakis infolge des Krieges gestorben. Das Land ist schon wieder am Boden. Und damit müssen jetzt auch die jungen Menschen im Irak klarkommen, denn ihnen wurde ein ziemliches Chaos hinterlassen. It's made us more under pressure and more subjected to abuse. Same as the case was during Saddam, but I probably even assume and believe it's even more. Ja, dass der Irak in diesem Zustand von Hoffnungslosigkeit und Korruption steckt, liegt auch, surprise, surprise, an den Amerikanern. Denn nachdem US-Präsident Bush am 1. Mai 2003 auf seinem Flugzeugträger steht und mehr oder weniger den Sieg verkündet, haben die Amerikaner zwei Entscheidungen getroffen. Entscheidungen, die den Irak bis heute beschäftigen. Aber was ist da schiefgelaufen?
Fangen wir mal mit Entscheidung 1 an. Die USA hat mal soeben Saddams kompletten Militärapparat aufgelöst. Und auf einen Schlag waren einfach mal 750.000 Militärs ohne Job. Und die waren alle Sunniten. Da haben wir gedreht, wie Soldaten der irakischen Armee, die ja auch aufgelöst worden war von den Amerikanern, in einer langen Schlange standen, weil sie eben kein Sold mehr bekamen, stattdessen aber von den Amerikanern $100 im Monat ausbezahlt. Und da muss man sich dann vorstellen, da standen einfache Soldaten genauso wie stolze Offiziere der irakischen Armee dann plötzlich wie die Bettler in einer langen Schlange auf der Straße. Das hat was mit den Leuten gemacht und das hat letztlich auch diesen Widerstand natürlich gegen die Besatzer gestärkt. Gut ausgebildete, erfahrene Kämpfer, arbeitslos und unzufrieden. Eine gefährliche Kombi und ihr könnt es euch vielleicht denken, einige der sunnitischen Ex-Militärs haben sich dann auch sunnitischen Terrorgruppen wie Al-Qaida angeschlossen. Oder halt selbst welche gegründet, wie den IS. Vielleicht könnt ihr euch noch an unser Iran-Video erinnern, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt im Islam vor allem zwei große Glaubensrichtungen, Sunniten und Schiiten. Und zwischen den beiden Gruppen gibt es ziemlich oft Stress. Beispielsweise gab es diesen Beef auch im Irak, denn ihr müsst wissen, die Mehrheit in dieser Region ist überwiegend schiitisch. Und deswegen haben sich 2014 schiitische Milizen gebildet, um gegen die sunnitischen Milizen wie dem IS zu kämpfen. Und das haben die Schiiten auch geschafft. Der IS galt als besiegt. Das Problem ist nur, diese schiitischen Milizen, die haben sich nie aufgelöst. Sie sind immer noch im Irak und dienen im Irak als verlängerter Arm des Irans. Der iranische Einfluss im Irak ist groß und er zeigt sich unter anderem darin, dass mächtige Milizen aus dem Nachbarland gesteuert werden. Der Iran hat also von dieser einen Entscheidung der Amerikaner profitiert. Heute übernehmen die Mullahs aus dem Iran immer mehr die Kontrolle im Irak. Die Mullahs sind islamische Religionsgelehrte, die auch das Sagen im Iran haben. Irantreue Parteien dominieren das irakische Parlament. Schiitische Milizen besitzen Banken, Immobilien, mischen im Ölgeschäft mit und kontrollieren Teile des Drogenmarktes. Und wisst ihr noch die Massenproteste der jungen Irakis? Die schiitischen Milizen sollen Protestierende bedroht, verschleppt, gefoltert und mitten auf der Straße hingerichtet haben. Wir haben Nur al-Din, den ihr vorhin schon mal gehört habt, gefragt, wie es ist, unter diesem iranischen Einfluss zu leben. Und ich sag mal so, er wollte sich aus Angst vor den Konsequenzen nicht dazu äußern. Okay, ich glaube, langsam wird es ein bisschen klar, die Entscheidung der Amerikaner, die irakische Armee aufzulösen, hat für einen Haufen Probleme gesorgt. Auch Experten sagen, letztlich haben die USA damals, indem sie die Schiiten im Irak ja gestärkt haben politisch nach der Invasion, eigentlich Tür und Tor aufgemacht für den Iran. Aber da gab es noch diese zweite, weitreichende Entscheidung. Die USA hat damals auch die Regierungspartei von Saddam aufgelöst. Das Ding ist nur, damit haben sie effektiv die ganze Staatsverwaltung gefeuert. Ihr Plan war es eigentlich, ein komplett neues politisches System einzuführen. Die Muhasasa. Und seitdem werden die zentralen politischen Ämter im Irak ja nach einem Proporz aufgeteilt, also nach einem Schlüssel, an dem alle wichtigen Gruppen beteiligt sind. Der Präsident soll immer ein Kurde sein, der Premierminister ein Schiit, der Parlamentspräsident ein Sunnit. Es sollten also alle großen religiösen Gruppen in der Regierung vertreten sein. Das System ist so aufgebaut, dass einzelne Gruppen nicht einfach die komplette Macht übernehmen können. In der Praxis funktioniert das aber nicht wirklich. Statt gemeinsam für das gesamte irakische Volk zu regieren, wird oft für die eigene Volksgruppe Politik gemacht. Was noch dazu kommt, sie versuchen sich selbst und ihre Angehörigen zu bereichern. Wo wir wieder am Anfang unseres Videos wären. Stichwort Korruption, Stichwort Hoffnungslosigkeit. Bleibt nur noch die Frage offen, warum über diese ganzen Tragödien heute kaum noch jemand spricht. Kleiner Spoiler, dem Irak geht es gerade wieder ein bisschen besser als noch vor 15 Jahren. Denn die Brennpunkte im Nahen und Mittleren Osten haben sich verschoben, spätestens seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Was ich damit sagen will, auf der Welt ist gerade echt viel los, gefühlt sogar mehr als sonst. Und die Medien können natürlich nicht immer über alles berichten. It can be on the long run so normalized. It's normal now for somebody in Berlin or somebody in Paris to hear that there is 20 Iraqi get killed this morning, for example. So what? It's always been people getting killed in Iraq. There's always been corruption in Iraq. There's always been conflicts and clashes in Iraq. So that makes the world move on
and forget about us. Denn gleichzeitig hat sich die Lage im Irak im Vergleich zu den Jahren und Jahrzehnten zuvor etwas entspannt. Es gibt bei weitem nicht mehr so viele Anschläge wie in früheren Jahren. Der Kampf gegen den IS war ja zumindest im Irak doch recht erfolgreich, auch wenn man nicht sagen kann, dass der IS komplett verschwunden ist, aber beherrscht einfach das Land nicht mehr. Und das Leben im Irak ist ein Stück weit wieder auch zur Normalität zurückgekehrt. Und natürlich wurde in all der Zeit trotzdem über den Irak berichtet, halt nur nicht so intensiv wie zu Kriegszeiten. Der Weltspiegel hat übrigens immer auch kontinuierlich aus dem Irak berichtet. Nicht nur über Bad News, sondern auch über Land und Leute und gesellschaftliche Entwicklungen. Aber natürlich kommt das Land in den Nachrichten in der letzten Zeit weniger stark vor. Das hat aber eigentlich einen guten Grund, nämlich, dass sich die Sicherheitslage im Land doch deutlich verbessert hat. So Leute, jetzt will ich aber von euch wissen, wusstet ihr von der Situation im Irak und wünscht ihr euch mehr Videos von Ländern, die sonst nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr keinen Auslandscontent mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Checkt hier mal unser Video über Jugendliche in der Ukraine. Und bei Psychologie geht es um schlechte Nachrichten und was das ganze Doomscrolling für unsere Psyche bedeutet.